Guten Morgen und herzlich willkommen von der ruhigsten Metro Station ever. Hier ist echt tote Hose. Ja, ist jetzt unser zweiter Tag in Porto. Also wir machen uns jetzt auf nach Porto, weil wir ein bisschen außerhalb wohnen. Ja, dann schauen wir mal, wie das Wetter heute hält, weil heute Mittag ist Regen gemeldet, ob wir dann überhaupt noch viel machen können. Eigentlich wollte ich nur einen Kaffee, aber jetzt habe ich drei von den Typen. Hat alles sau lecker ausgehört. Cookies gehen halt immer. Das hat sich gerade die Kata da unten in so einem Shop geholt. Ah, da unten. Da. Der hat echt mega geile Sachen. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Das ist direkt bei der Library. Da stehen wir nämlich jetzt auch gerade an, um da vorne ein Ticket zu kriegen. Und dann da in die Library reinzukommen. Und ja, wir hoffen mal, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ja, war ganz schön, aber viel Gedrängel und das mag ich eigentlich. Also es geht eigentlich ums Buch kaufen geht es da drin sowieso nicht, sondern eher halt um diese ganze Harry Potter Geschichte und da wir beide keine Fans sind. Aber es war okay. 3 Euro. Kann man lassen. Sportlich. Und mit dem Mountainbike da, sau geil. Jetzt kommt mir der Sand in die Augen.
jetzt ist endlich der Regen da. Alle packen die Regenschirme raus. Wir natürlich nicht, weil wir keinen dabei haben. Aber Fabrizio tut es auch. Ja, ich denke, dass wir jetzt nach Hause fahren. Und wir haben jetzt auch genug vom Porto gesehen. Eigentlich alles, was wir sehen wollten. Und von mir aus kann es jetzt regnen, die ganze Nacht. Wir sind jetzt zurück vom Porto. Wie ihr seht, sind wir so nass. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen für morgen früh, Frühstück. Oder wir essen Luca auf Popcorn. Also in jedem Supermarkt, wo wir sind, ist hier irgendwie so eine Fischtheke mit so komischen Fisch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das isst. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das kauft. Vor allen Dingen stinkt das jedes Mal. Das stinkt hier komplett durch den Supermarkt. Auch bei gerade. So, eingekauft und jetzt nochmal raus in den Regen und dann nichts wie heim und in die Dusche. Mit ihrem Bad Hair-Tag nicht zeigen, weil es geregnet hat. Nee, wir sind jetzt zu Hause eingekauft und ich sag schon mal tschüss, wir sehen uns morgen.